Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier wieder bei Star Trek, der offiziellen Raumschiffsammlung. Und zwar diesmal mit Ausgabe Nummer 67 und zwar den klingonischen D7 Schlachtkreuzer. Ich gebe zu, ich freue mich drauf. Ihr kennt ja den Drill, D7 Modell auf Seite, D7 Heft in den Fokus. Und da sehen wir schon klingonischer Schlagkreuzer der D7 Klasse mit einem sehr interessanten CGI Modell. Soweit ich mich recht erinnere, haben sie bei Trekyard schon öfter gesagt, dass er das ein oder andere CGI Modell extra für dieses Heft gemacht oder überarbeitet haben. Und was mir bei diesem CGI Modell echt interessanterweise finde ich das sehr, sehr interessant, dass sie das geedit haben. Wir haben hier um den Brückendom irgendeine Art Muster bekommen. Irgendwelche Panzerplatten? Ja, gute Frage, was das sein soll. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Genauso haben wir hinten auf den, ich sag jetzt mal Flügeln dazu, so eine Art Aztec-Pattern. Sieht nicht schlecht aus und diese Sektion hier leuchtet rot. Es ist ein sehr interessantes CGI-Modell, muss ich mal ehrlich so sagen. Jetzt lasst uns aber mal die Stats angucken. Und zwar Zugehörigkeit Klingonische Imperiale Flotte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das zu den Klingonen gehört, wenn da klingonischer Schlachtkreuzer steht. Ja, entschuldigt bitte, der Witz kam sehr, sehr flach. Klasse D7, Stapellauf 23. Jahrhundert, Länge 128 Meter, Besatzung 440. Was ich gerade sehr, sehr interessant finde, das Ding ist ein bisschen kleiner als eine Conny, hat aber dafür mehr Besatzung. Ja, aber dafür haben wir Klingonen jetzt nicht sehr viel Komfort, so, nicht wahr? Bewaffnung, Disruptorkanon, Phasergeschütze. Photon-Torpedos und eine Magnetpulswaffe, die wir kennen aus der Cartoon-Serie, aus der animierten Serie, die ich das letzte Mal gesehen habe, als ich 12 war? 13 war? Ja, schon eine Weile her. Da haben wir nochmal dieses sehr, sehr, sehr interessante CGI-Modell. Leider sieht man es nie von, ja, ich sage mal unten her, weil mich würde mal hier diese Seite interessieren, aber da kommen wir nachher zu, wenn wir beim Modell sind. Okay, dann gucken wir mal. Die D7-Klasse war ein klingonisches Schiffsmodell, das in den 2270er Jahren die Sicherheit der Föderation bedrohte. Eher 2260er Jahre, oder? Mein ja bloß, TOS hat in den 2260ern stattgefunden. Na gut, lass uns mal weiter gucken. Jetzt wird es wirklich sehr, 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 sehr interessant. Denn wir haben hier, wie wir hier sehen, 4 blaue Impulsantriebe. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Hier haben wir einen D7, der gerade in die Luft fliegt. Und so wie der Effekt aussieht, würde ich sogar mal schätzen, dass das Original-Studio-Modell ist, nicht das CGI-Modell von der remasterten, von den remasterten TOS-Episoden. Dann haben wir hier einen D7 an K7. So viele 7. Dann haben wir D7s, die Enterprise gerade angreifen. Und ein D7, der Disruptoren schießt. Ich muss echt sagen, der D7, umso öfter ich mir den angucke, umso mehr gefällt er mir. Und da unten haben wir auch noch Core. Ja, ohne Decks. Jetzt was interessant. Aufbau des Schiffes. Da haben wir hier wieder irgendwo einen Shuttle-Hangar. Mehr Tatsache hier oben. Und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass da oben tatsächlich ein Shuttle-Hangar drin sein kann. Was ich jetzt noch interessanter finde, der Impulsantrieb befindet. Okay, Heft. Es sagt, Impulsantrieb sei hier, dabei ist der doch eindeutig da. Kann das sein, dass das CGI-Modell ein wenig inakkurat ist? Weil ich meine, wir haben da einen langen roten statt 4 kleine blaue Impulsantriebe. Aber das ist noch nicht mal das, worauf ich hinaus will. Es fiel mir bloß gerade so auf. Warp-Gondel ist klar. Kühlgitter. Haupttrumpf. Torpedowerfer. Hier, vorderes Phasergeschütz. Irgendwie wage ich immer noch zu bezweifeln, dass der D7 Phasergeschütz hat. Aber na gut.
Ich bin kein TOS-Experte, also nehmen wir es mal hin. Das Design des D7 Schlachtkreuzers. Und irgendwie erinnern mich diese ersten Concept-Arts an die Daedalus-Klasse. Ja, eindeutig Daedalus-Klasse. Mhm. Interessant. Hier haben wir Matt Jeffries mit dem fertigen D7 in seiner Hand. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie klein das Schiff ist. Ah, da haben wir da jetzt mal ein sehr interessantes Bild. Ich zoome auch mal ein wenig rein. Vom Studiomodell aus den 60er Jahren. Der originalen Serie stand nur ein sehr beschränktes Budget für Designs und Konstruktion von Schiffsmodellen zur Verfügung. Aber dank der Unterstützung der Modellbaufirma Aluminium Model Toys, AMT, erhielt die erhielten die Klingonen in der dritten Staffel endlich ihr eigenes Schiff. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so klein. Wartet mal, ich versuche da auch nochmal rein zu zoomen. Man muss bei sich mal ganz kurz vorstellen, wie lang war das Studiomodell der Enterprise? Ich glaube 10 oder 11 Fuß? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben wir da Matt Jeffries, der einfach mal so einen klingonischen Schlagkreuz in der Hand hält. Das ist schon sehr, sehr interessant. Aber gut, wenn das bloß ein Modellkit ist, was bedeutet das eigentlich sämtlichste AMD-Kits vom D7? Sind die dann Canon? Ich meine, hundertprozentig Canon? Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal von AMT einen D7 Schlachtkreuzer kaufen. Weitere Concept Arts. Das sieht sehr interessant aus. Das sieht schon fast aus wie ein Romulaner Schiff. Das Modell erinnert, oder besser das Concept Art erinnert mich immer an ein Schiff aus irgendeinem Star Trek Videospiel. Tactical Assault? Nee, halt, wartet mal. Ich glaube eher Armada, ne? Also das erinnert mich definitiv an irgendein Schiffsmodell aus irgendeinem Spiel. Und der fertige D7 hier sieht sehr, sehr interessant aus und sehr, sehr cool. Na gut, dann gucken wir weiter. Geschichte der klingonischen Sprache. Ein Einblick in die Entstehung der klingonischen Sprache und wie sie zu einer der meistgesprochenen fiktiven Sprachen der Welt wurde. Oh gut, okay, ich habe sogar ein klingonisches Wörterbuch. Wer hätte das gedacht? Ich habe es aber nie gelernt, wirklich zu sprechen klingonisch. Ich bin nicht so sprachbegabt. Oh, Ausgabe 68, Föderationsangriffsjäger Peregrine-Klasse. Oh, geil, Dominion-Krieg-Ära, ich komme. Da gibt es noch eine andere Sache. Das nächste Mal, ich habe schon geguckt, kriegen wir auch noch ein sehr interessantes Gegnerschiff aus der Dominion-Krieg-Ära. Ah, August wird geil. Okay, Wissenswertes. Aufgrund des knappen Budgets waren in den ersten beiden Staffeln der Originalserie keine klingonischen Schiffe zu sehen, obwohl sie oft erwähnt wurden. Der D7-Kreuzer erschien erst in der dritten Staffel, das haben wir ja eben schon gesehen. Er sollte seinen ersten Auftritt im Brautschiff Enterprise haben, aber da die Episode in einer anderen Reihenfolge ausgestrahlt wurden, als sie gedreht worden waren, war der tatsächliche erste Auftritt in der Episode Die unsichtbare Falle als romulanisches Schiff. Ich würde sagen, das nennt man dann wohl Fail. In der überarbeiteten DVD-Ausgabe wurden in vielen älteren Episoden D7-Kreuzer digital eingefügt, zuerst in Kampf um Organia. Eine der wohl interessanteren Klingonen-Episoden, weil es war immerhin die erste Episode, wo wir jemals Klingonen gesehen haben. Greg Jane oder Jean oder wie auch immer erstellte ein neues Modell des D7-Schlachtkreuzers für die Deep Space Nine-Episode Immortalized mit den Tribbets. Im Vergleich zum Originalmodell aus den 1960er Jahren hatte es mehr Oberflächenstrukturen. Interessant. Außerdem war es in einem leichten Grünton lackiert worden oder Farbton lackiert worden. Da frage ich mich aber, wie akkurat dieses Modell ist. Hat da jemand zu viele Kittingas gesehen? Während der Dreharbeiten am Brautschiff Enterprise wurde der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy ermordet. Aha. Die Schauspielerin Frances Neuen, auf jeden Fall hat die Elan gespielt, war eine glühende Anhängerin von Kennedy und deswegen zutiefst schockiert. Ja, da tut es mir leid. Interessant. Das war dann wirklich absolut trivial. Kommen wir mal lieber zum ersten Auftritt. Brautschiff Enterprise, Fernsehauftritte, Star Trek, die Originalserie, entworfen von, wer hätte das gedacht, Matt Jeffries.
Wichtige Auftritte, Kampf um Organia in Klammern, bloß in der digitalen überarbeiteten Fassung. Okay, Brautsch of Enterprise. Gut, wie gesagt, Peregrine gibt es dann das nächste Mal. Da freut ich mich drauf, da freut er sich drauf. Jetzt gucken wir uns aber erstmal das D7-Modell an. Gesucht wird nach dem D7 Schlachtkreuzer und ihr habt ihn hier schon rumliegend sehen und da ist das gute Teil, eins meiner Lieblings-Klingonenschiffe an meiner Kindheit. Ich habe dazu gerne mitgespielt mit den kleinen Playmates D7s. Ah, ich habe die Dinger geliebt. Und hier haben wir ihn jetzt etwas größer und die Nostalgie kommt auf. Und wir sehen schon, das Schiff ist sehr, 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 sehr einfach. Weil hier hatten sie nicht viel zu tun, außer ein Airbrush zu nehmen und dann und fertig war das Modell. Ja, jetzt mal ohne Witz. Da ist nichts dran. Da ist nun wirklich nichts dran, außer naja, ein, zwei Decals und ein, zwei Punkte, die man noch hätte setzen, die man noch gesetzt hat. Als solches war es fertig. Dann wollen wir doch mal gucken, wie detailliert dieses Schiff ist. Wir haben eine Farbapplikation, von der ich mir sicher bin, dass das eine Farbapplikation ist. Nee, halt, das ist ein Decal. Moment mal, heißt das Ding besteht nur aus Decals? Gucken wir uns das gleich hier an. Ich bezog mich hier eben gerade auf diese etwas dunklere Farbapplikation. Ich denke nicht, dass das mit dem Airbrush gemacht worden ist, sondern so wie das aussieht, ist das ein Decal. Genauso wie die klingonischen Schriftzeichen oben drüber. Und das haben wir dann hier auch noch einmal. Ne? Dann haben wir ja das Herz der Tugenden. Sekunde, ich mach's nochmal ein bisschen schärfer. Hoffentlich. Ja, jetzt sieht's schärfer aus. Herz der Tugenden mit klingonischen Schriftzeichen. Eindeutig auch ein Decal. Brückenkopf. Jetzt wird's interessant. Der Kopf des Schiffes mit Torpedowerfer. Ja, hier sehen wir jetzt. Hier haben wir zwei rote Punkte, von denen ich allerdings auch denke, da, boah, die sind so klein. Vielleicht sind sie auch wirklich eingezeichnet, dass es nicht wirklich ein Decal ist. Und oben auf dem, ja, ich sag mal Brückenturm, ist auch nochmal ein grüner Punkt. Die Positionslichter sind also da. Dahinter haben wir Details, Panzerplatten, irgendwelche Kühlplatten. Irgendeinen zweiten Turm, vielleicht irgendeine sekundäre Brücke? Stand da was im Heft? Ich müsste mir echt mal diese schematischen Darstellungen besser angucken. Ja, aber auf jeden Fall haben wir da hinten Details. Hier haben wir noch ein paar Details am Hals. Hübsch, hübsch. Hier hinten haben wir dann den Aufbau auf der Hülle, von dem ich jetzt hoffe, dass ich ihn ein bisschen fokussieren kann. Jawohl, ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Ist immer ein bisschen schwer, durch das Display zu erkennen. Ja, da haben wir dieses Gitter, allerdings leuchtet es nicht rot. Genauso wie hier vorne am Brückenkopf, wo wir nicht diese zusätzliche Muster bekommen haben. Ich würde mal schätzen, dass das Modell sich hier nicht so sehr am CGI-Modell orientiert, sondern mehr an dem Original-Studio-Modell. Weil da fehlen schon ein paar Details, ne? Wir haben hier dieses Kühlgitter. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, dass das geriffelt ist. Es ist aber halt nicht wirklich dolle geriffelt. Hier vorne gucken wir uns das hier mal an. Hier haben wir diese Phaser-Geschütze. Torpedoluke. Das ist da, hier unten. Ja, ein negatives. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein sollte oder nicht. Aber so wie das aussieht, eher nicht. Dieses Teil hier ist ein bisschen dünn geraten. Der Hals sieht hier wie abgebrochen aus. Wenn ich mal schätzen durfte, ja, das hier unten ist Metall, das hier ist Plastik, weil der gesamte Hals und der Kopf ist Plastik und die Warp-Gondeln sind auch Plastik. Der Rest ist Metall, nicht ganz. Die Gitter hier sind auch nochmal Plastik. Ja, also die Flügel hier quasi sind Metall und das merkt man hier leider, weil, ja, ist nicht ganz so. Oh, mir fällt gerade auf, der obere Teil des Halses könnte auch noch Plastik sein. Ja. Ja. Ich sehe hier nämlich gerade, hier ist ein Rand. Das hier ist das obere, die obere Hälfte dieser
Glocke, sag ich jetzt mal dazu, muss auch noch Metall sein. Interessant, interessant. Mhm. Aber trotzdem sieht das hier nicht gut aus. Ich denke nicht, dass das so auch beim Original-Studio-Modell war. Da hätte man den Hals ruhig noch etwas breiter machen können. Das sieht ein bisschen doof aus. Na gut, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach so, richtig. Hier unten haben wir diesen Übergang. Das seht ihr, denke ich mal, jetzt nur super schwer. Ich versuche mal rein zu zoomen und das ein bisschen schärfer zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, jetzt könnt ihr das sehen. Da haben wir eine Rüffelung, die so fein ist, dass man die wirklich erst nur auf den dritten Blick erkennt. Genauso wie hier in der Halssektion. Da haben wir auch noch mal ein paar Riffel bekommen. Ja, jetzt sehen wir hier schon ein massives Problem. Hier ist wieder mal ein Plastikpart. Und das sieht nicht gut aus. Da haben sie mal wieder die Übergänge nicht gefüllt. Das sieht nicht gut aus. Na gut, Warp-Gondel, wenn wir da eben schon drüber gesprochen haben, schön detailliert. Da sieht man auch mal die Riffelung. Mhm. Soll ich es euch zeigen? Ich zeige es euch. Da ist nichts los. Da ist nun wirklich absolut nichts los. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, der Übergang hier sieht auch nicht schön aus. Das sieht so aus, als hätten sie da vergessen, ein bisschen überschüssiges Material abzuschleifen. Die Rückseite des D7s ist bescheiden. Ich versuche da mal rein zu zoomen jetzt. Ja, jetzt sieht das sehr, sehr gut da, wo mein Finger gerade drauf ist. Da müsste ja eigentlich der Shuttle Hangar sein. Da ist einfach mal rein gar nichts. Wir haben darunter keinen Impulsantrieb. Und so wie es Nelf beschrieben war, hier müssten ja zwei Impulsantriebe sein und ungefähr hier müssten zwei Impulsantriebe sein. Da ist gar nichts. Da ist nichts. Da ist nicht mal ein Paintjob, da ist kein Decal, da ist gar nichts. Soll ich dir ehrlich was sagen? Ganz ehrlich? Ich weiß, das Schiff ist einfach. Ja, mit einfach meine ich, selbst der Original D7 hat jetzt nicht viel zu bieten. Dennoch, das Modell ist jetzt nicht gerade umwerfend, weil die Details, die das Modell hat, wie hier zum Beispiel die Riffelung in diesem Kühlgitter, ist so gut wie gar nicht zu sehen. Das hätte man etwas besser ausprägen können. Genauso wie das Detail hier vorne. Also bei Micromachines war hier wenigstens noch eine grüne Farbe drin. Ich weiß jetzt aber nicht, wie akkurat das da wirklich ist. Aber na gut, da haben wir auch noch ein paar Details. Die Details des Schlachtkreuzers. Ja, hier vorne alles Pik und Bälle. Alles, was hier hinten kommt, nee. Na gut. Detailweise, Rifflungsweise, ja, ich würde mal schätzen, das liegt an dem Paintjob, dass das einfach hier so fein gearbeitet worden ist, als man dann den Paintjob drüber geknallt hat, dass dadurch die Details hier zum Beispiel noch weiter verloren gegangen sind. Das, denke ich, ist hier passiert. Leider, leider, leider. Weil als solches ist das gar nicht mal so ein schlechtes Modell. Halt, die Details gehen so ein bisschen unter im, unter dem Lack, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, Serde, dreimal darfst du raten, was jetzt kommt. Richtig. Der Endgegner. Den D7-Schlagkreuzer dockt man einfach dann hier hinten an. Zack. So fest sitzen tut er da drin. Allerdings gibt es ein kleines Problem bei mir. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt auch reinzoome, ob ihr das erkennen könnt. Er steht hier ein bisschen über dieser Pippus, den man in den Fuß des Ständers macht, der ist ein bisschen lang. Ja, den müsste man abschleifen. Ja, gut, okay. Aber nichtsdestotrotz muss ich mal sagen, der Ständer, der ist solide. Also, ne, sieht nicht schlecht aus, hält gut. Und, naja, ich würde mal sagen, es war Zeit, ein paar TOS-Schiffe vorzukramen. Da haben wir die Enterprise, der D7-Schlagkreuzer und ein Spion des Tal'Shiar. Ich muss echt sagen, das sieht richtig episch aus. Das sieht sowas von geil und episch aus. Boah. Da kommt es gerade der Fanboy in mir hoch. In der Flotte sieht der D7 wirklich verdammt gut aus. Also ich muss echt sagen, viele dieser Schiffe, wo man so da sitzt und sich so denkt, oh, nee, das ist jetzt nicht so. In der Flotte sehen die schon richtig, richtig geil aus. Ja, und ich meine,
Die Butterseite des D7s ist dieser Anblick. Und das sieht hier wirklich aus. Erinnert mich jetzt nicht unbedingt an, weiß ich jetzt, Kampf um Organia oder so. Aber weil ich den Bird of Prey aufgestellt habe, erinnert mich das eher an die unsichtbare Falle. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber hey, ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Und die Ironie an der ganzen Sache ist ja, man muss sich das mal ganz kurz vorstellen. Das hier sind die einzigen drei. Gut, das trojanische Schiffsmodell fehlt noch. Das sind die einzigen drei Schiffsmodelle, die man in TOS eigentlich so gesehen hat. Gut, Planetenkiller, der war ja auch noch da. Aber ansonsten war ja es meist eigentlich bloß gerecycelt und ja, der D7 ja eigentlich auch, aber es ist schon interessant. Sagen wir es mal so. Das sind hier die drei Haupt-TOS-Schiffe. Und ich muss sagen, die ergeben eine harmonische Flotte. Ja. Ah, das sieht echt nicht schlecht aus. Das Problem ist halt, wie gesagt, gegen jetzt hier, wenn man so drauf guckt, sieht der D7 echt richtig geil aus. Der D7 war nicht allzu detailliert. Ich weiß, hat man nicht so viele Details in der Show gesehen. Und jetzt so gegenüber der Enterprise sieht das schon richtig, richtig cool aus. Aber das Modell, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sich mal ganz kurz überlegt, grundsätzlich von den Modellen her stinkt der D7 ganz schön gegen die Enterprise und den Bird of Prey ab. Ja, muss man mal ehrlich so sagen. Fehlende Details am Heck. Der Paintjob überdeckt so ein paar Details, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Nochmal im Fazit. Aber ja, ehrlich, von oben her sieht der D7 schon richtig geil aus. Wenn man aber jetzt mal ins Detail reinguckt, sage ich jetzt mal. Ja, da ist der D7. Okay, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz sieht dieser Aufbau episch aus. Ist mal ehrlich. Mir vergeht gerade durch den Kopf, ich hätte hier vielleicht jetzt noch einen Katinga aufbauen können, aber irgendwie gefällt mir das so besser, weil die Ära ist komplett. Denkst du? Weil, wird ein bisschen eklig, weil meine Mutter hat da etwas mitgemacht. Nee, es tut mir leid, Kaffeefleck drauf. Da freue ich mich drauf. Ja, okay. Das muss ich dann nochmal aufbauen, wa? Machen wir ja immer die Last mit den Tribble 2.0. Meine eigene Version, diesmal mit einem etwas akkurateren D7-Schlagkreuzer, anders wie in Deep Space Nine. Das war jetzt fies gesagt. Das war jetzt richtig böse von mir. Na gut, kommen wir zum Fazit. Fazit zum D7-Schlagkreuzer. Ich freue mich drauf, mehr zu erfahren, wie das Schiff designt worden ist. Das sind immer so die Dinger, die mich eigentlich an dem Heft interessieren. Nichtsdestotrotz, diese schematische Darstellung, ich weiß nicht, wie akkurat die immer sind. Beziehungsweise hat das Ding wirklich Phaser geschützt? Das Problem ist, ich habe nicht so viele TOS-Quellen, dass ich jetzt mal gucken könnte, ob der D7-Schlagkreuzer wirklich über Phaser-Geschütze verfügt. Die Ironie ist, ich weiß, es vom Neck war. In dem Original-Concept-Arts von Rick Sternbach oder Sternberg, entschuldige ich bitte. Vom Nekvar-Kreuzer für Orgot Fings, da stand was vom Phaser drin. Kann vielleicht sein, dass dann auch so etwas Ähnliches für den D7-Schlagkreuzer geplant war. Ja, nichtsdestotrotz, Modell. Ich denke mal, wegen dem Modell sind wir alle hier, nicht unbedingt wegen dem Heft. Und ich muss sagen, das Modell ist okay. Es würde eine Schulnote 3 geben. Es ist jetzt nicht ganz so schlecht wie zum Beispiel Marquis-Schiff oder ein Danube Runabout oder. Ja, bitte Namen eures gehasstesten oder nicht gehasstesten, aber des schlechtesten Schiffes, was ihr denkt, in der Sammlung eintragen. Der D7 ist okay. Ich sage mal so, der Ton von TOS ist getroffen worden. Er ist sehr, sehr schlicht. Wie gesagt, das war ja in der Serie auch so. Dennoch, wenn ich mir zum Beispiel mal den TOS Bird of Prey angucke, diese Federmotive waren da auch nie drauf zu sehen. Ich glaube nicht mal beim CGI-Modell. Man hat es geedit, man hat sich bei ihm an dem CGI-Modell orientiert und ich denke, hier hätten die Details dolle geholfen, wie hier dieses komische Muster um den Brückenturm drumherum oder hier, dass dieses Gitter hier rot leuchtet. Gut, das ist jetzt hier wirklich mehr so das Studiomodell von 1960er Jahren. Okay. Kann ich akzeptieren. Was ich allerdings nicht akzeptieren kann, ist, dass der Paintjob teilweise die Riffelungen, die Gitter total übertüncht von den Details her. Der Hals sieht an der Stelle einfach bloß ein bisschen bescheiden aus und die Rückseite des D7 sieht richtig kacke aus.
Nicht nur, dass da Details ausgelassen worden sind, es sieht halt vor allen Dingen hier unterhalb dieses Aufbaus, haben wir ja eben gesehen, da sieht es einfach so aus, als hätte man vergessen, da ein bisschen überschüssiges Material abzunehmen. Wie gesagt, das Modell ist okay. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, Lutz, ich hätte es aber gerne für die TOS-Sammlung, dann holt es euch, greift zu, greift rein. Also es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich wirklich sage, es lohnt sich nicht. Ja, wie gesagt, wenn man hier, guckt euch die drei Schiffe an, die wir hier liegen haben, es sieht schon richtig, richtig cool aus, ja. So in der Flotte. Aber wie gesagt, das Modell ist so ein okay. Es ist okay. Gut, Leute, das war also Ausgabe Nummer 67. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie wir hier weiter fortfahren können. Entweder wir sehen uns mit Ausgabe 68 wieder, was ich allerdings wage zu bezweifeln. Achtung, Kaffeefleck kommt nochmal ins Bild. Vielleicht sehen wir uns auch hier wieder. Werden wir sehen. Kommt drauf an, was zuerst da ist. Ja, also wie gesagt, die sieben Schlagkreuzer. Ja, man hätte mehr draus machen können. Man hätte mehr draus machen können. Man hätte die Gitter ein bisschen noch hervorheben können, dass der Paint Shop die Details nicht so übertüncht, und man hätte doch bitte dem Schiff einen Impulsantrieb geben können. Aber na gut. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Entweder wir sehen uns das nächste Mal wieder in der TOS-Ära oder wir sehen uns das nächste Mal wieder in der Dominion-Krieg-Ära. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Schausen. So, habe ich das auch endlich erledigt. Waren ja bloß drei Anläufe, die ich gebraucht habe. Ups. Da löst sich einfach so der D7 vom Ständer. Wer hätte das gedacht, wenn der Pippus zu lang ist? Und der wird auf Freitag schon immer ein Kackständer, nicht wahr? What the fuck? Wieso liegt hier schon wieder das Voyager Speedboat? Kann mir das mal einer erklären? Oh, wo kommt denn das her? Vielleicht wird es Zeit für eine kleine Special-Ausgabe, wa?